So, das ist jetzt mal ein Taschenrechner aus den 80er Jahren, also so die Zeit, als ich schon mit der Schule fertig war. Und das ist ein Sharp PC 1403. Da haben wir damals von geschwärmt, aber die waren so um die 300 Mark und Haufen Geld für uns damals. Oder gerade als Schüler, nicht? Da hat man ja noch nicht so viel Geld. So, und das Lustige ist, also man kann ja mit dem ganz normal wie mit dem Taschenrechner rechnen. Also hier irgendwas eingeben. Hat auch trigonometrische Funktionen und Wurzel und das. Also ein ganz normaler technisch-wissenschaftlicher Taschenrechner. Und man kann aber auch in Basic mit dem programmieren mit stolzen 10 Kilobyte. Das waren damals, war das irre viel. Also die guten TI-59 hatten ja schon 1000 Programmschritte. Und das war ja praktisch jetzt also das ungefähr das Zehnfache. Also das war ja gigantisch. Allerdings haben die Programme auch sehr wenig Platz gebraucht. Man konnte also wirklich viel damit machen. So, und dann hat man die Programme auch extern abspeichern können. Aber es gab ja keine Festplatten oder SD-Karten, so das, oder CF-Karten gab es alles gar nicht. Also wurden die Informationen in Töne umgewandelt und also akustisch dargestellt. Und ich kann das jetzt mal kurz zeigen. Ich habe jetzt was programmiert, irgendwas Kleines, irgendwas, was nicht besonders spannend ist. Und jetzt kann ich mit C save. Dann hört er gleich die Töne. Das ist erst der Piepston. So, und das war's. Ein kurzes Programm. So, und da habe ich mir jetzt dann also ein Interface gekauft, sehr schwierig zu kriegen, weil das ist ja alles schon über 30 Jahre zurück. Und das ist ein 11-poliges Interface. Da sieht man die Stifte. Das kann man bei eBay mit Glück noch erhaschen und dann muss man das rote Kabel in die Mikrofonbuchse vom Rechner stecken. Und dann mit einem ganz gewöhnlichen Soundeditor wie Audacity kann man dann also diese Daten akustisch abspeichern. Und ich habe für euch jetzt mal hier die Datei verlangsamt. So, das ist jetzt die vergrößerte Darstellung. Das ist der eingängliche Piepston und jetzt wird das Ganze stark verlangsamt abgespielt, hier mit diesem Spezialknopf. Und da werdet ihr gleich hören und merken, da ist ein bestimmtes Muster zu erkennen. Das war's. Und so hat man halt digitale Daten akustisch gespeichert. Auf einer kleinen Mikrokassette oder auf einer normalen Tonbandkassette. Jetzt nochmal in normaler Geschwindigkeit. Zack, fertig. So, jetzt ist also eine digitale Datei akustisch abgespeichert als Wave-Datei. Und dann haben findige Programmierer verschiedene kleine Programmchen geschrieben, um jetzt aus der Wave-Datei wieder eine lesbare
Textdatei zu machen. Aus den Tönen Buchstaben, wenn ihr so wollt. Und ich werde jetzt verwenden Wave to Bin, Hexe bzw. Bat. Ich habe das hier unten schon eingetragen. Also ich muss jetzt halt eingeben Wave to Bin und dann den Pfad, wo sich diese Wave-Datei befindet. Und man kann noch zusätzliche Parameter angeben, aber ich mache es jetzt mal ohne. Drücke jetzt also Enter. Das ist übrigens die Eingabezeile von Windows. So, und da hat es auch schon geklappt. Keine Fehlermeldung heißt, es hat funktioniert. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Wechsle ich mal in das Verzeichnis und hier ist jetzt die Datei 1402 Test 01 BAS und die werde ich jetzt editieren mit einem ganz normalen Texteditor und hier ist das Programm als Text. Zeile 10 heißt das, let a gleich random 9, dann Zeile 20 und so weiter. Das funktioniert also.